Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Karinkas Küche. Die Zeit geht so schnell rum und sind wir schon wieder in die zweite Woche unseres neuen Jahres. Und ich hoffe, dass ihr alle gut angekommen, alle gesund sind. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Das ist wirklich das Wichtigste, was wir in unserem Leben haben. Gesund bleiben. Und wenn wir gesund sind, dann schaffen wir auch alles andere im 0,nichts. Ich war auch ein bisschen kränklich vor Weihnachten. Da war ich fast 5 Tage aus dem Gefängnis gesetzt und war dankbar, dass ich mir so viel vorbereitet für den Winter. Habe ich viel Tee getrunken mit meinen Fichtenspitzen, den Saft von Spitzwegerich genommen, das, was mir geholfen hat. Und ich beschäftige mich so gerne mit ätherischen Ölen und dafür brauche ich keine Medikamente aus Apotheke, weil ich schaffe das alles auf natürliche Weise mit den natürlichen Mitteln wieder gesund bleiben. So, meine Lieben, einer von den Zuschauern hatte mir geschrieben unter dem neuen Jahresgruß, ob ich kann Video machen für Ayran selber machen. Und Ayran, es ist ein türkisches Getränk, aber wir in Kasachstan sehr gerne viel von Kefir getrunken. Und Kefir und Ayran, die haben, kann man sagen, so eine gleiche Zusammensetzung. Die haben den gleichen Effekt. Die haben diese guten Mineralien wie Magnesium, Kalium, Natrium, Phosphor. Und Kalium ist zuständig zu den Fettverbrennung. Und dadurch zum Beispiel Ayran sehr gesund oder sehr gut zum Anwenden, wenn man macht eine Abnehmkur. Wenn ihr Abnehmkur macht und zubereitet euch ein Ayran, dann kann man auch dazu ein Stückchen frische Gurke auch reinmixen, weil die Gurke entwässert, die hilft auch zur Fettverbrennung. Diese ganze säuerliche Milchprodukte wie Kefir, Joghurt, Ayran, die sind wirklich sehr gut für unsere Darmflora. Sozusagen, diese Milchbakterien, die verdrängen die schlechten Bakterien aus unserem Darm und machen die so ein Gleichgewicht, so eine Balance in unserem Darm. Und den Ayran mag ich gerne zum Beispiel zu Bratkartoffeln. Wenn man Bratkartoffeln macht, ist schon ein bisschen mehr da Butter oder Fett. Und das, wie sozusagen, macht so einen Ausgleich im Darm, dieses Fett und diese Milchsäurebakterien. Es ist etwas leichter für unseren Darm zu verdauen. Und zum Beispiel in türkischer Küche, das wird angeboten bei den Fleischgerichten, wenn die so scharfe, fettige Gerichte, bieten die das auch ein. Und jetzt werden wir es schnell zubereiten. Das muss man gar nichts im Vorrat machen, weil solche Sachen, die halten sowieso nur 2, höchstens 3 Tage, dann müssen die weg. Aber es ist so schnell in Zubereitung, dann lieber es ist einfach frisch mixen. Und das ist wirklich sehr einfach. Für Ayran brauchen wir nur Joghurt. Was ihr für so einen Joghurt nehmt, es ist euch überlassen. Ich nehme diese Bio-Joghurt Milch mit 3,8% Fett. Geben wir in einen Mixer. Am besten, wenn es wird so gemixt, so ein bisschen wie aufgeschäumt. Es kann man einfach zum Beispiel in den Flasche jetzt machen, Deckel drauf und einfach schütteln oder mit dem Schneebesen das machen. Und ich mache das 1:1. So, diese Becher ist 150 Gramm Joghurt. Gebe eine Prise Salz, nicht zu viel. Es muss man probieren, um eigenen Geschmack zu treffen. Wie viel möchtet ihr es haben?
Und dann nehme ich Mineralwasser. Kann man auch ganz normale Wasser nehmen, genauso viel. Deswegen messe ich dann im Becher und gebe dazu. Und das wird einfach richtig aufgeschlagen und es ist fertig, unser Getränk. Solche Getränke, natürlich muss man auch nicht übertreiben und zu viel trinken. Sagt man so pro Tag zwischen 1/2 Liter und 1 Liter, es wird ausreichend. So, es wird jetzt ein bisschen laut. Das reicht schon. Und durch das Salzgehalt darf man auch nicht zu viel machen. Und die manche auch vertragen nicht so viel Milchprodukte. Das muss man an eigenen Körper zuhören, was ihr eigener Körper möchte und das auch annehmen. Es sagt man immer, wenn einem irgendwelche Gerüche oder Geschmack nicht gefällt, dann gefällt es eurem Körper auch nicht. Dann lieber ist es gar nichts anwenden. So, meine Lieben, schaut, fertig unser Getränk und es ist wirklich sehr lecker. Es ist wenig Kalorien. Was kann man noch dazu geben? Auch zum Beispiel Zitronensäure. Wenn einer mag etwas säuerlicher. Aber so wie ich jetzt gemacht habe, für meinen Geschmack ist es richtig perfekt. Richtig ein sehr gesundes Getränk. So, liebe Freunde, sind wir wieder mal fertig. Und ich wünsche euch viel Gesundheit in dieses Jahr. Wirklich. Ich wünsche Friede auf unserer Erde. Es möchte gerne mal endlich mal Ruhe, Glück und dass alle Menschen zufrieden sind. Ich sage immer, wenn ich schaue in diese heutige Welt, dann sage ich, unsere Generation, 60er, 70er Jahren, ich glaube, das war die glücklichste Generation. Wir hatten nicht viel gehabt, aber wir waren glücklich. Wir hatten eine glückliche Kindheit, wir haben eine glückliche Jugend gehabt. Wir sind von dieser Armut in diese moderne Welt reingewachsen mit Handys, bunte Fernsehen, weiß ich was noch, Geräte und so weiter, haben wir alles gesehen. Und jetzt kommt mir vor, dass wir gehen wieder zurück. Und ich denke, für diese Generation Z, es ist die schwierigste Zeit, weil die von diesem Reichtum, wo die reingeboren wurden, mit so vielen Geschenken zu jedem Feiertag und so weiter. Jetzt müssen wir einen Schritt zurück machen. Das ist sehr schwierig. Und ich wünsche, dass irgendwann wird normalisiert unser Leben, dass wir in so ein nicht hochspringen, aber in so ein ganz normales Tempo wachsen, aber auch leben. Nicht existieren auf dieser Erde, sondern auch leben und was Schönes erleben. Und das wünsche ich euch, liebe Freunde, uns allen so ein ruhiger, glückliches Leben. Und trinke auf Gesundheit. Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Tschüss.